Und da sind wir wieder in der Schlacht von Garki. Die Schlacht sieht eigentlich ganz gut aus, wenn man mal davon absieht, dass unsere Schiffe sich mal wieder total gehämmert fallen. So, üblich also. Verstärkung. Wenn ich jetzt mal hier wir sind unterwegs. Drei Schiffe reinhole, mit denen ich dann ein bisschen Bewegung. Auf den Supersternzerstörer einhacken kann. Sollte das Ganze schon noch ein bisschen verändern von der Lage her. Hoffe ich jedenfalls. Verstanden. Habe verstanden. Die Schilde halten bleiben den Gegner an. Oh doch, die Schilde werden das aushalten. Dafür sorgen. Turbolaserbatterien wurden ausgeschaltet. Jetzt macht diesen Prätor hier Schlachten kampfunfähig. Melde mich, liebe Polen. Halt hier. Sternzerstörer in Bereitschaft. Wir haben sie in Sicht. Wenn du schon da unten rumhängen willst, dann greif auch das Ding da an. Unser Hauptziel sind die Laserbatterien. Was machst du da? Du sollst das Ding angreifen und nicht Ballett tanzen. Ballett sollst du üben, wenn ich es dir sage, und das habe ich dir nicht gesagt. Alter, wie lang willst du denn noch auf dieses Ding einschießen, ohne es zu zerstören, bitte? Die Laser sind unser Ziel. Unser Hauptziel sind die Laserbatterien. Wie steht's mit dem Supersternzerstörer? Seine Schilde sind nicht. Und meine Jäger hier drüben haben nichts anderes zu tun, als nicht auf die Jägerstaffeln loszugehen. Heißt, so viel wie ich gehe lieber gerne sterben. Herrgott, was muss ich eigentlich machen, damit ihr ordentlich angreift, oder? Eine Sache nach der anderen angreifen, dann ist es am schnellsten kaputt. Problem ist, dass da so ein riesiger Supersternzerstörer um die Ecke geschissen kommt und mir alles kaputt schießt. Und dass davon noch so viele... Alter. Wie weit ab vom Schuss muss man fliegen, um drauf schießen zu können, oder was? Ist das nervig. Super. Supersternzerstörer hat seine Schilde verloren. Jetzt kann ich das Ding ja hoffentlich mal ordentlich angreifen. Zerstörer hier. Verstanden. Werde beschossen. Habe verstanden. Bleibt Information. Greift das Ding irgendwo und irgendwie an. Sternzerstörer in Bereitschaft. Sternzerstörer hier. Hallo, neuer Prätor! Ich liebe das, wenn die Dinger so reinholen. Echt. Ja, Commander. Drehe bei. Unterwegs zu den Zielkoordinaten. Wir sind unterwegs. Volle Kraft. Bewegung. Jetzt hier geht sein Leben so langsam runter. Wo ist sein Lebensbalken? Da oben ist sein Lebensbalken. Das müssen sie echt ändern, dass beim Supersternzerstörer der Lebensbalken nie praktisch nicht zu sehen ist. Erwarte Befehle. Erwarte ihre Befehle. Erwarte ihre Anweisungen. Konzentriert das Feuer auf den Schildgenerator. Befehl bestätigt, Zerstörung des Schildgenerators. Euer Befehl, Sir? Sammeln für einen Angriff.
wenn, selbst wenn ich die Schlacht verliere, will ich wenigstens den Supersternzerstörer platt kriegen. Andererseits lohnt sich das überhaupt nicht. Geben muss und dass es ansonsten nicht in die Reihe kriegen, wieder mal so. Ich will mal noch mal sehen, wie viel Schaden so ein paar Jäger machen können. So schießen aus meinem Lager. Da sie erstmal auf den falschen Akklamator schießen. Für diesen Prätor hinterher. Ja, der ist schon da unten. Okay, ihr macht jetzt bitte weiter mit dem Ding. Du greifst das Ding hier dann eben auch an, wenn du jetzt schon mal hier bist. Diese Jäger, die ich jetzt gerade befehlige, sind richtig effektiv, wie man gerade sehen kann. Die nehmen das Ding in kürzester Zeit jetzt auseinander. Das sind gute Jäger. Die hier sind akzeptabel, gerade so. Man merkt auch, dass die schießen. Da kommt ziemlich viel Blau aus. Gott, nochmal Leute, wieso kommen da die ganze Zeit meine Jäger nicht hinterher? Ihr greift jetzt das an. Greift ihr das an. Dann das. Dann das. Boah, diese Jäger sind einfach so viel besser. Hier. Ich habe noch Schlachtschiffe. Zieht ihr Feuer auf euch? Habe verstanden. Wir sind gleich da. Sofort. Unterwegs. Ich müsste jetzt einfach so lange noch am Leben halten, bis meine Jäger hier mit dem restlichen Schlacht fertig sind. Wir machen das hier im Alleingang. Schon irgendwie peinlich. Meine Jäger sind besser als meine Schlachtschiffe. Jo, da steht Prätor hinter Prätor hinter Prätor hinter Prätor. Erstmal den separierten Prätor angreifen. Wobei,
Ihr seid Jäger, ihr könnt wegfliegen, also tut das gefälligst auch. Na gut, dann fliehe ich eben. Eure Verstärkung. Berechne Sprung auf Lichtgeschwindigkeit. Commander, Sie treffen uns. Jo, tödlich von den Jägern. Da habe ich dann auch noch praktisch keinen mehr übrig. Ach Gott, das ist manchmal so beschissen. Sternzerstörer hier. Kurt! Ernsthaft? Auf Kurt? Okay, wenn er meint. Kreuzer meldet sich. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. System klar, als ob der Gegner gegen sie praktisch das, was er in Verteidigungsstellung immer aufbaut, gegen mich so wenig verliert. Oh Gott, Leute, ich habe keinen Bock auf diese gottverfickten Crapflotten. Wieso kann man vor diesen Schlachten nicht speichern? Wieso? Wieso? Ich würde so gerne einfach jetzt auf automatisch klicken, weil ich keinen Bock habe, gegen diese Hurensohnflotten zu kämpfen. Ganz ehrlich. Es macht überhaupt keinen Sinn. Allein von den Kommandopunkten würden die garantiert gewinnen. Allerdings ist das, was die mir an den Kopf schmeißen, scheiße. Das sind, was weiß ich, 24 Akklamatorkreuzer. Die könnten gegen meine Flotte gar nichts. Das einzige Problem ist, dass da tatsächlich auch mal ein paar bessere Schiffe noch dabei sein können. Das ist das Problem. Schon unterwegs. Unterwegs. Positionsänderung. Verstärkung unterwegs. Station bereit. Das Gute ist, dass ich mir hier für 700 neue Ascendancies bauen kann. Sternzerstörer in Bereitschaft. Dann mal los. Da sind sie. Dann los. Sternzerstörer hier. Ja, Commander. Erwarte Befehle. Erwarte Ihre Befehle. Verstärkung unterwegs. Entschuldigung, wenn ich jetzt nicht wirklich alles kommentiere, aber ganz ehrlich, da vergeht einem echt die Laune, wenn man sowas die ganze Zeit an den Kopf geworfen bekommt. Da hat man überhaupt keinen Spaß mehr dran. Raumstation beschädigt. Ich bin an Ihnen dran. Ja, wo bitteschön? Verstärkung unterwegs. Ich hab sie im Visier. Bin im Anflug für eine zweite Runde. Wird die Karte vielleicht auch irgendwann mal aufgedeckt? Wäre ich sehr dankbar drüber. Jetzt könnte ich nämlich diese ganzen Bomberflotten, Bomberstaffeln, die hier überall rumeiern werden, auch nochmal angreifen. Nein, ihr müsst keine Flottenfront bilden. Nein, ihr könnt auch überall hinfliegen, wo ihr hinfliegen wollt. Ja, macht ruhig. Alter, Leute, ich gebe euch Befehle und ihr denkt, es wäre ein Spielzeug. Und warum kann ich die Karte nicht sehen? Normalerweise ist das nicht so. Okay, greift diesen Victory-Sternzerstörer an. Der nervt. Lasst ihn leuchten. Er leuchtet ihn. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao.